Nein. Aber was ein bisschen problematisch sein kann bei dem Nebel, also bei dem Trockeneisnebel, das ist der, der sich so auf den Boden legt und da so rumwabert ist, dass der irgendwie den Boden feucht machen kann und dadurch irgendwie rutschig. Und ich erinnere mich an eine Produktion, wo ich das mal am Magdeburger Theater noch hatte. Und weil der Nebel nicht ganz billig ist, haben wir quasi erst zur GP und dann bei den Vorstellungen das Trockeneis angemacht. Und das ist einfach dann, da gab es so feuchte Stellen auf dem Boden, das war halt einfach rutschig. Dann bin ich dann halt irgendwie nach der Vorstellung zur Technik gegangen und habe gesagt, Jungs, hier, das ist irgendwie da so ein bisschen feucht. Woran liegt das? Weil das ist ja irgendwie so Rutschgefahr. Und dann meinten die halt einfach, nee, kann nicht sein. Trockeneis ist nicht feucht. Also wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, haben die das so gesagt. Also dann habe ich gesagt, okay, gut, dann war es das halt anscheinend nicht, war es vielleicht was anderes. Aber irgendwie war es jedes Mal dann immer noch feucht beim Trockeneisnebel. Also es ist nicht gleich stark, mal weniger stark, mal mehr stark. Aber es war ganz oft irgendwie da feucht. Und dann bin ich da halt danach wieder hin und gesagt, Jungs, das ist hier irgendwie feucht. Was kann das denn, was ist das denn? Nee, das ist das nicht. Und ja, gut, alles klar, dann ist es das nicht. Und dann haut es mich halt hin, ne? Ja, also mit dem Bühnennebel ist das immer so eine Sache. Also wir sind natürlich alle immer nicht sehr begeistert, wenn es da viel nebelt. Wir verstehen natürlich schon, dass das einen tollen Effekt macht. Aber also man versucht sich natürlich ein bisschen fernzuhalten von dem direkten Gerät. Also ich kann mich auch an eine Inszenierung erinnern, wo wir auf der Drehbühne waren als Chor und immer dann zur Nebelmaschine quasi hingedreht wurden. Und dann gibt es immer dieses Geräusch von der Nebelmaschine, dieses Psst. Und ich habe immer schon gemerkt, wie alle Kollegen vorher schon die Luft anhalten, weil sie wussten, jetzt kommt das, dass man möglichst halt nicht so viel einatmet davon, weil ja, also natürlich wissen wir, dass da jetzt nichts Gefährliches drin ist, aber angenehm ist es trotzdem nicht. Es ist so ein bisschen wie Rauch einatmen. Es fühlt sich eher trocken an. Und wenn man ein bisschen empfindlich ist, und das sind Sänger ja dann doch irgendwie mit ihren Atemwegen, löst dann doch manchmal leichten Hustenreiz aus. Und deswegen versuchen wir nicht so direkt das einzuatmen. Aber ich muss auch dazu sagen, das Atmen ist gar nicht unbedingt immer das Problem. Bühnennebel ist auch oft ein Problem für die Sicht. Weil wenn wir weiter hinten auf der Bühne sind und darauf angewiesen sind, in die Monitore zu sehen, und dann ist gerade so eine Nebelwolke davor, das macht eigentlich oft noch das größere Problem. Aber ja, irgendwie geht es dann doch. Also meine Erfahrung mit Nebel auf der Bühne hat hier in Regensburg angefangen mit dem Stück Satelliten am Nachthimmel. Da haben wir gleich zu Beginn zwei Nebelmaschinen im Einsatz, die unter dem Bühnenbild versteckt sind und dann Nebel auf die ganze Bühne blasen. Und ich komme dann raus, mein erster Auftritt, durch die Bühnenklappe und da ist noch viel Nebel auf der Bühne. Der Nebel ist aber eigentlich gar nicht das Problem, sondern die Scheinwerfer, die runterknallen und dann sich mit dem Nebel, mit dem vermischen und dadurch die Sicht eigentlich fast unmöglich machen. Ich habe aber dann am Anfang diesen Monolog, wo ich gleich zu den Zuschauern im Publikum spreche und ich sehe die aber am Anfang gar nicht, weil halt so Gegenlicht ist, man sich erstmal im Raum orientieren muss und dann noch der Nebel da ist. Also der verflüchtigt sich dann erst im Laufe der Zeit. Und da war das Problem eben, den Blickkontakt herzustellen und die Leute so ausfindig zu machen und das aber sich nicht anmerken zu lassen, dass man erstmal suchen muss so im Raum. Und eine zweite Szene war der Kampf mit der Krokodilmutter. Da kommt auch noch mal Nebel zum Einsatz, wird alles ein bisschen dramatisch gemacht. Und da habe ich ja auch die Szene, wo ich vom Bühnenrand runterrutsche, vom Bühnenbild so runterrutsche. Also auch eigentlich eine körperlich recht gefährliche Szene. Aber das hat sich dann irgendwie so im Körper eingespielt während der Proben, dass man dann während der Vorstellung da gar nicht mehr drauf achtet, ob da jetzt Nebel oder Scheinwerfer oder irgendwas ist. Und das ist irgendwie das Gute daran, dass man während des Spiels das ganz vergisst eigentlich. Ich habe aber auch Erfahrung mit Bühnennebel am Burgtheater in Wien, also riesiges Haus, vier, fünf riesige Nebelmaschinen im Einsatz. Und da haben auch Kollegen, Kolleginnen berichtet, dass sie dann Probleme zum Teil mit den Augen haben. Wenn man Kontaktlinsen trägt oder irgendwie empfindliche Augen hat, dann kann das schon ziemlich unangenehm werden. Aber meine Schauspiellehrerin in der Uni hat immer gesagt, wenn du Schauspielerin werden willst, dann musst du mit Scheinwerfer und so weiter zurechtkommen. Also.